So, dann läuft die Aufnahme. Ja. Wir spielen ein wenig VIP 5 weiter und wir haben den Nico dabei und den Jorma. Hallo. Hallo. Der jetzt irgendwie in fast jedem Video von mir vorkommt in der nächsten Zeit. Ja, ab der nächsten Zeit dann nicht mehr, weil heute ist mein letzter Tag in Freiheiten sozusagen. Ja, aber die Videos gehen ja lang. Ach, das Geisterhaus. Ja, das wird noch dauern. Ja, das Geisterhaus, jetzt erinnerst du dich. Den Secret Exit haben wir hier geholt und ich weiß überhaupt nichts mehr davon, verdammt. Nicht, und du weißt nicht mehr, warum... Es ist nämlich lange her, dass wir aufgenommen haben, muss ich mal kurz dazu sagen. Ja, ich war zwischendrin in Italien. Genau, und jetzt ist der Nico gerade wieder gekommen und... Weil wir unbedingt Spoiler haben wollen in unserem Video. Ja. Die kommen übrigens super an, deine Spoiler, muss ich schon mal sagen. Ja, extrem. Ich habe die Kommentare noch gar nicht gelesen. Wieso? Nee, nicht in den Kommentaren. Ist mehr so privates Feedback, was ich bekomme. Oh, okay. Was ist, sag mal. Nö, einfach nur, dass das Gespoilere halt nervt. Ja, das war ja dann, das sollen sie sich das nicht angucken. Na, Entschuldigung. Das, ja. Entschuldigung, aber das... Na doch. So, zack. Ach, das war ja die Kacke hier, genau. Wieso, wer hat das gesagt, dass das nervt? Nein, das ist ich egal. Meine, ich sag ja das selber, dass es nervt, aber es ist... Ja, eben. Das war ja mehr in den ersten Parts, da wusstest du es ja noch nicht so direkt. Jetzt weißt du es ja. Ja, ich sag ja auch nichts mehr. Vor allem bei dem Castle und bei dem Ghost House, hier kann ich dir eh nicht helfen. Hier muss ich jetzt wieder den ganzen Weg außen rum gehen. Hier zum Beispiel beim Ghost House habe ich keine Ahnung mehr, wie es geht. Vor allem die Yoshi-Coins, ne? Naja, schon klar. Ich habe echt keine Ahnung mehr. Puh. Ich weiß nur, dass der Normal Exit schwieriger zu finden war als der Secret Exit aus irgendeinem Grund. Warte, das... Ich kenne das auch gar nicht. Ich weiß nur, das Schlimmste ist ja hier noch nicht. Das ist ja hier alles noch... Ja, wir werden sehen. Habe ich jetzt überhaupt... Ja, habe ich. Gut. Warte. Was? Uhr gestartet. Stoppuhr. Dass ich... Na, jetzt kommst du dahin. Na, von links. Ach. Also glaubst du es. Jetzt ist doch der On-Off-Switch anders bisher. Das habe ich ja das letzte Mal gebreakt, genau. Mhm. Also, bisher gibt es ja alles nicht Sinn. Der On-Off-Switch ist anders. Ich möchte dazu sagen, Nico, als wir es gespielt haben, da hat es mich nicht genötigt, alle On-Off... Alle Yoshi mit zu sagen. Ja. Stimmt, ich habe mich ja damals genötigt, das zu spielen. Ja. Das Carsten haben wir dann versucht zu breaken, indem wir Blöcke geklont haben, aber es hat nichts gebracht. Genau, jetzt war hier... Nee, eben. Das ist total verrückt. Ich meine, die machen es die nicht. Es ist nicht breakbar, ne? Jetzt war hier noch der P-Switch. Das Castle ist nicht breakbar. Das also ist so krank. Ich kann mal nach dem Tast gucken. Nein, gibt's Obwohl nicht. Habe schon. Von WIP 5 gibt's kein richtiges Tast, zumindest nicht so weit. Und jetzt konnte ich da oben rein. Ein bisschen das zu viel Arbeit. Ja, das ist jetzt, glaube ich, Secret. Ja, das ist. Dürfte Secret. Warte, ich kann dir gleich sagen, wenn du dann in einem bestimmten Raum bist, dann. Nee, du kannst da rein. Gar nicht rein. Okay. So, jetzt hier liegt, glaube ich, die Unterscheidung Normal Exit, Secret Exit. Habe ich gerade wieder gefailt, dann will ich da drüben wahrscheinlich in die Tür. Ach, ich weiß, in welche Tür ich damals gegangen bin. Da waren aber auch Yoshi-Coins, ich muss das alles nochmal machen, mal, auf jeden siehst Fall. Siehst du es? Hast du es gesehen? Ja, ich sehe die Tür da drüben. Dort musst du mal rein. Na, am Moment. Nachher erst. Ich glaube, obwohl, ist egal, ich kann mich erstmal da angucken. Da umgucken. Du kannst ja auch erstmal den Normal Exit machen und dann schneidest du rein, wie du jeder einzelne Yoshi-Münze sammelt. Weil also die so, eine Yoshi-Coin war auf jeden Fall beim Secret Exit Weg. Allerdings, da war auch der Midway Point. Ich glaube, die Tür hier, die ist. Hä? Ja, da kommt jetzt ein komplett neuer Abschnitt. Und der führt zum Normal Exit. Ist das also der Boss? Richtig, ja. Ah, das ist der Boss, der Normal Exit Boss. Oh, und die Yoshi-Münze dann beim Secret Exit. Ach verdammt, dann musst du die Yoshi-Münzen nochmal holen. Ja, den musst du eh machen, da kannst du jetzt erstmal... Na gut, aber dann ist es doch überhaupt kein Problem mehr, hier den Normal Exit zu holen. Ja, ich kann mich halt erinnern, dass ich selber nie Tür da gefunden hatte. Da war ja der Secret Exit wesentlich schwieriger. LOL! Ja, du hast recht. Wie viele Blöcke ich auch noch krieg. Ich hab mich getäuscht. Ja, ich glaube, der hat 5 Treffer, aber ist auch egal. Das ist ja egal. Du Spoiler! Oh, ich höre auf. Das ist kein Spoiler.
Das gehört schon dazu, dass ich das bei jeder Meldung von dir sage. Außerdem war das ein Ich-Glaube-Satz. Richtig. Übrigens kann es wieder jederzeit passieren, dass mein Vater und seine Freundin kommen und die nicht merkt, dass ich aufnehme und dann ins Zimmer kommt. Hey, so, soviel zu 5 Treffern. Oh, okay. Okay, und jetzt nochmal die Yoshi-Coins. Ach, geil. Habt ihr eigentlich schon das Level gespielt, wo Luigi so sauer ist? Ja, dann. Das ist doch schon lange. Ja, ich habe VIP 5 nicht gesehen bei euch. Tut mir leid. Macht ja nichts. Schäm dich, nein. Nein. Du guckst ja auch meine Videos nicht an. Ich? Musst ja auch nicht. Doch, doch. Echt? Achso, dann kommt der eine Aufruf immer von dir. Ja. Ja, okay. Nee, jetzt ohne Witz, ja. Ich das hab, also an SMW habe ich alles geguckt. Geiler Satz. Donkey Kong auch. Du guckst meine Videos nicht, oder? Ja doch. Ach, dann ist der eine Aufruf doch, von dir. Doch, Kaizo hab ich und Donkey Kong. Und SMW C-Kalender. Ja, doch, das habe ich geguckt. Okay, dann... Entschuldigung, ich nehme alles zurück und ich bin der Böse, weil ich nicht alles von dir gucke. Aber langsam. Ja, der Unterschied ist auch, und vor allem, da ich jetzt anfangen werde, jeden Tag ein Video hochzuladen, dann. Was du eh wieder nicht schaffst. Ja, da bin ich das Gegenteil. Allerdings schaffst du ja im Moment noch einiges zu freistellen. Genau, und ich habe dann immer was im Voraus und ich habe immer jetzt zu Hause Internet, also schaffe ich's. Natürlich. Also ich schaff's wirklich. Ich habe mir schon überlegt, welche LPs ich nächstes Jahr mache, also nächstes Frühjahr. Alter! Ja, nimm dir nicht so viel vor, Jorma. Nee, ich weiß. Alter! Ich denke auf jeden Fall, kennst du N? Ja. Dann, ich will das Let's Playen. Ach, auch noch. Und Mother 1 und 2 und 3. Ja, das finde ich erst Mother, weil N wird verdammt schwer zu kommentieren sein, so. Denke ich mal. Ich meine. Ach, jetzt also, diesmal nicht. Wieso sollte es schwer zu kommentieren sein? Na gut, die Sache ist die, das ist ja ein Spiel, da musst du das machen und dann das. Warte, und dann, ich wollte gar nicht. Nee, unten rum. Quatsch. Ist halt ein Spiel, wo du immer wieder neu versuchen musst. Ich wollte hier runter, genau, ja, hier war die Tür. Ja, ich weiß. Ja, stimmt, das ist so ein. Ja, stimmt, da hast recht, das ist ja so ein. Vor allem will ich das ganze Spiel spielen, also alle 99 Episoden. Oh. Ja, 100. Ah, und hier bekomme ich die Feder, super. Du nimmst sehr viel vor. Ja. So, aber wir sollten jetzt lieber hier mitkommen. So, dann will ich hier hoch. Ja, okay. Dann ist hier die erste. Wenn ich, da drüben ist eine Röhre, spoilern, da will ich auch mal rein. Wie heißt das? N, genau. Da drüben in die Röhre will ich auf jeden Fall mal rein. Sehr komm ich da überhaupt rein? Nein, ach, die ist nur so da, okay. Gut, das ist eine Yoshi-Coin, die ich, glaube ich, damals nicht hatte. Eine Yoshi-Coin. Und der wartet mal eben einen Moment und dann ist hier oben irgendwo die nächste gewesen. Nein, Yoshi-Coins, das ist die neuere Währung, mit denen kannst du beim China-Imbiss bezahlen, mit Yoshi-Coins. Das ist die Sonderaktion, wo du Yoshi-Coins sammeln kannst. Genau, da drüben ist noch eine. Wenn du es schaffst, dann haben wir sie jetzt alle, Gott sei Dank. Mal zu essen oder so. Ja, dann kriegt man eine Yoshi-Coin. Na, jetzt. Und mit der kann man sich dann noch mehr Katzen kaufen, zum Dünsten. Nicht ja, goldene Katzen, die winken, weißt du, im China-Imbiss. Ich weiß nicht, was diese Leute da reden, ich distanziere mich einfach. Aha. Wie bist du in der Pizza? Colin, kennst du nicht die goldenen Katzen, die winken? Die immer wie bei wie heißen die? Hilfe. Lucky Cats. Echt, ja? Ja, also die sehen doch total glücklich aus und so. Ja. So, jetzt muss ich nochmal hier. Ich wäre auch glücklich, wenn ich eine goldene Katze wäre, die winkt. Hops. Ich wäre vor allem glücklich, wenn ich aus Gold wäre, dann wäre ich total reich. Ja. Wenn du aus Gold wärst, wärst du gar nicht reich, weil du dich selbst nicht ausgeben kannst. Stimmt. Aber wieso? Dann ist dein Körper dein Kapital, das ist irgendwie verkehrt. Guck mal, die Königin, die wieso ist das verkehrt? Das kennt man doch, das ist doch nichts. Aber anders. Ja, anders. So, hops. Und hops. Und ich meine, das ist ja bei Yoma wahrscheinlich sowieso schon. Nee. Hier ist doch jetzt genau diese Röhre, da brauche ich wieder. Und da war doch beim Midway Point war doch noch diese letzte Yoshi-Coin, glaube ich. Wow, hier ist stimmt, da war eigentlich. Stimmt, du hast recht. Eigentlich müsste das dann gewesen sein. Eigentlich müsste ich damit alle haben. Richtig. Okay. Dann war es ja rückblickend gar nicht so schlimm. Nee.
es ist halt ziemlich verwirrend, wenn man nicht richtig weiß, wo man jetzt lang muss und so. Ja, also beim ersten Mal war es verwirrend, das stimmt. Halt, ich möchte aber meine Fehler behalten. Und ich verzweifle bei solchen Leveln ja immer direkt, ohne dass ich mir überhaupt erstmal überlege. Ich laufe dann immer einfach rum und verzweifle dadurch dann. Ja, so, jetzt kannst du die Straße nicht raus. So, dann haben wir hier auch die Yoshi-Coins und erst 10 Minuten, das heißt, wir spielen ganz normal weiter. Haben hier und jetzt kommt die Festung mit Yoshi-Coins. Bambabadibabu, was war denn die Festung? Puh. Ich kann die gar nicht mehr. Das war, pass auf, das erkennst du gleich sofort. Das. Ah, das ist aber cool. Ja. Nicht spoilern. Also war die schwer? Lass es sie selbst rausfinden. Norden, nein, die war nicht Süden. Schwer. Ah, das sind Magnete. Ach, ich dachte es mir. Ah, ja. Ich dachte es mir, das sind Magnete. Das ist so gut. Was und der On-Off dreht die Magnete um. Hm. Das ist so gut. Genial, ach, oder? Achso, das sind Magnete, da komme ich ja auch erst jetzt drauf. Ja, und hoch. Und das ist wirklich sehr geniales Level. Also, das ist sehr gut gemacht, ne? Das ist cool. Das müsste dir doch eigentlich wieder gefallen, auch wenn es nicht so episch ist wie der Switch mit den Plattformen. Du meinst mir? Ja. Ja, ich finde sowas richtig geil. Ja, aber es ist der Switch. Wenn es jetzt nicht das ganze Level über overused wird, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, es werden hier sonst viel zu wenig Gimmicks. Naja, wenn das Gimmick jetzt nicht overused wird, dass es jetzt ein ewig langes Level ist und ständig, dass dieses Gimmick vorkommt. Nein, das ist nicht so lang. Es muss eine angenehme Länge haben, dann ist es gut. Ja, aber ich denke, die wird es haben. Es sind verschiedene Ideen. Hier sowas auch, dass du immer über die Segen so gingst. Mit dem. Das ist cool, ja. Das sah auch cool aus. Du fliegst so und... Ja, interessant. Trixie. Okay, jetzt langsam wiederholt es sich. Es geht noch. Wiederholt sich nicht wirklich. Nee. Wo ich sagen muss, dieses NS in gestapelt sieht nicht unbedingt toll aus, finde ich, aber egal. Das ja, muss ja nicht das aussehen. Ist... Ja. Alter, jetzt gibt's hier mächtig Slowdown, alter Schwede. Dinge, dann hätte VIP 1 ganz schlechte Karten zum Beispiel. Wenigstens ja. VIP 1, ja. Okay, hier darf ich nicht dagegen knallen. Hier sollst du eigentlich den On-Off-Switch anders haben. Ja, ist ja egal. Sonst ist es viel schwieriger. Eigentlich soll man sich da immer oben so festhalten und warten, bis die Zacke weg ist. Ach so, naja, das ist mit Feder ist es äquivalent fast. Ja. Aber verstehst du, wie man es eigentlich machen soll? Naja, klar. Du hängst dann da halt rum und... Nicht, dass Conny jetzt einfach den On-Off-Switch drückt. Du kannst jetzt auch nach links gehen, wenn du schon da bist. Ihr kennt mich doch. Ja, stimmt, du machst es ja extra schwierig. Ja, machen wir schneller gehen. Ah, ja, machen wir das. Ich sehe es ein. Ja, und du willst es ja auch nicht breaken und so. Und es dir damit schwerer machen, was dann kein Breaken ist. Richtig. Ja, so ist doch gleich viel angenehmer. Hallo? Nach links musst du sicherlich. Ah, genau, immer in die andere Richtung. Ja, ich meine, du kommst ja da nicht weg, wenn du nach unten gehst. Richtig. Leicht ist es immer noch nicht. Nee. Denk auch an die Yoshi-Coins, ne? Ja, die habe ich schon mit Argus-Augen beobachtet. Kann ich das jetzt mal wieder hier schneller machen, ohne dass der mir das gleich wieder automatisch... Übrigens, es fällt mir jetzt gerade ein, es gehört zwar nicht ins Netzwerk, aber es ist egal, es ist jetzt auch nicht so. Du hast doch an dem Tag, wo ich nach Italien gefahren bin, gesagt, dass wir irgendwie, dass ich dich nicht mehr, also wenn wir in Bayreuth sind, dass du dann schon nicht mehr da bist, weil es dann irgendwie schon 14 Uhr ist oder so. Was? Ja, mein Papa ist so schnell auf der Autobahn gefahren, wir waren nach einer Stunde in Bayreuth. Was? Ja. Okay. Na, Bayreuth ist ja Nordbayern, also es ist ja... Trotzdem kommt ja, ist das noch... Es kommt ja nach einer Stunde. Eine Stunde brauche ich ja fast schon von hier bis Bayreuth. Nee, von Merseburg. Da brauchen wir 10 Minuten auf der Autobahn und dann noch ein bisschen dorthin. Also, hä, das auch, geht doch gar nicht. Ich könnte doch eine Stunde... Doch, unbegrenzt Autobahn. Wie schnell ist der gefahren? 170? 180, 200. Hm. Ja, okay, dann geht's. Ja, also weil du gesagt hattest, ich sehe, also du bist dann wahrscheinlich schon nicht mehr da. Dabei waren wir um 11 da, also. Da war ich wohl noch da, ja. Ja, du bist krass. Irgendwie erst 14 Uhr oder so weg. Das wollte ich nur nochmal gesagt krass, haben. Krass. Ja, das... Alter! Jetzt
komm, jetzt hört auf, sowas zu kommentieren. Bitte. Was? Damit kann der Otto Normalzuschauer jetzt irgendwie nichts anfangen. Ach doch. Wieso nicht? Wieso das gehört nicht? Ja zum Video dazu, weil es das letzte Mal auch schon erwähnt wurde. So. Das soll eigentlich ein Automatic-Part sein. Da hättest du dich links abstoßen lassen müssen, wärst du viel schneller. Ach so. Ja, jetzt geht dazu. Ja, stoß dich mal links ab, das ist viel cooler. Das ist wirklich viel cooler. Und drück einfach nichts. What the? Jetzt hängt es bei mir, weil es so schnell ist. Ja. Alter! Ja, du hast es nicht ganz getroffen. Man kann es so treffen, dass Mario alle Münzen einsammelt. Aber egal. Oh Gott, ich liebe diesen Hack. Jetzt ist auch Lucy und jetzt läuft er unten. Weil geil. Genial, ne? Sehr weißt geil, du, was, sehr geil. Ich glaube, ich habe es in einem Part schon mal erwähnt, aber nochmal für Jorma, was in der Welt sehr lustig ist, dass die Fortress im Prinzip Switch ist von der Grafik her und der Switch eine Festung. So, und als nächstes kommt dann, in diesem Video allerdings nicht mehr, aber als nächstes kommt das Schloss, von dem Nico meint, ich werde 3 Parts brauchen. Das heißt, wir werden sehen, wie viele Parts kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss. Tschüss.